Liebe Freunde von Powerschutz TV, positive Energie in Europa. Ich bin heute im Europäischen Ausschuss der Regionen in Brüssel und es freut mich ganz besonders, den Präsidenten Karl-Heinz Lamperts zu begrüßen. Guten Tag. Hallo Herr Präsident. Ja, der Ausschuss der Regionen, der Europäische Ausschuss der Regionen, viele kennen das gar nicht, diese Institution. Vielleicht erklären Sie das mal ganz kurz. Was ist der Ausschuss der Regionen und auch vielleicht ein wenig Ihre Arbeit? Ja, stimmt. Der Ausschuss der Regionen lebt aus dem Schatten der großen Institutionen. Er ist ein beratendes Gremium, das man 1994 eingesetzt hat, nachdem es im Maastrichter Vertrag vorgesehen war. Mhm. Und die Aufgabe ist sehr klar. Wir sind das Sprachrohr der Gebietskörperschaften, der Dörfer, der Gemeinden, der Städte und vor allem auch der Regionen in Europa. Wir sollen auf europäischer Ebene diese Gebietskörperschaften vertreten, dann sind es insgesamt einige hunderttausend, wenn wir das zusammenzählen. Und wir müssen dafür sorgen, dass das, was vor Ort geschieht, hier ankommt und hier mit in die politische Entscheidungsbildung hineingebracht wird. Wir haben nichts zu beschließen, aber die Kommission, die ja ein Monopol bei Gesetzesinitiativen hat, muss uns bei allen Fragen anhören, die die Gebietskörperschaften betreffen. Das ist sehr wichtig. Das heißt, wir haben immer die Gelegenheit, den Standpunkt der Gebietskörperschaften vorzubringen. Und wir belassen es natürlich nicht dabei, Papiere zu produzieren. Das machen wir natürlich auch. Aber wir versuchen auch vor allem dann, Einfluss auszuüben. Auf die Kommission ganz am Anfang, aber auch im weiteren Verfahren des Gesetzgebungsgangs hier in Brüssel. Und zwar beim Europäischen Parlament, da haben wir viele Kontakte mit den dortigen Berichterstattern und auch beim Europäischen Ministerrat versuchen wir durch die Türen, wenn es sein muss, auch durch die Hinterfenster mit in die Entscheidung hinein einbezogen zu werden. Das machen wir jetzt seit fast 25 Jahren. Wir werden 2019 unsere silberne Hochzeit in Europa feiern und es stimmt sicherlich, so richtig groß bekannt sind wir nicht. Ich weiß auch nicht, ob das unser Hauptziel ist, aber es ist schon wichtig, dass wir noch mehr als bisher bei unseren Auftraggebern bekannt sind, bei den Gebietskörperschaften, mit denen wir zusammen politische Perspektiven für Europa eröffnen oder aber auf europäische Initiativen reagieren wollen. Da muss noch einiges getan werden und ein besonders wichtiges und starkes Mittel ist da die engere Zusammenarbeit mit den doch etwa 300 Vertretungen von Regionen oder Verbänden hier in Brüssel. Deshalb habe ich vor einigen Tagen ja auch alle Vertreter einmal in das sehr schöne Rathaus der Stadt Brüssel eingeladen, gemeinsam mit dem Bürgermeister und dem Beauftragten der Region Brüssel für die Kontakte zu den Institutionen. Und da haben wir festgestellt, in der Tat, wenn wir stärker werden wollen, wenn wir wollen, dass unsere Stimme noch mehr Gehör bekommt, dann müssen wir noch enger zusammenarbeiten, noch gezielter vorgehen. Und dazu werden wir in den nächsten Monaten und Jahren bis zu Ende der Legislaturperiode des Europaparlamentes 2019 und bis zu Ende unserer eigenen Legislaturperiode Anfang 2020 noch sehr oft Gelegenheit haben. Ja, und alles sehr politisch, sehr kompliziert, aber was zum Beispiel jetzt konkret der Bürger, um das alles zu vereinfachen, wie ist der Bürger nun direkt betroffen? Wie profitiert der Bürger in Europa direkt von ihrer Arbeit? Mit verschiedenen Beispielen. Es gibt ja auch dieses große Projekt Kohäsionspolitik. Vielleicht kann man da kurz andeuten, wo hat der Bürger seine Vorteile? Wo ist der Bezug des Bürgers zu Europa? Genau. Der ist mannigfaltig, tagtäglich da. Aber er wird sehr oft nicht wahrgenommen und die Bürgerinnen und Bürger haben sogar sehr oft und zunehmend das Gefühl, dass sie immer weiter weg von Europa rücken. Ja. Die da in Brüssel. Genau. Und Europa wird nur dann eine wirkliche Zukunft haben, wenn jede Bürgerin und jeder Bürger, jeder Regional- und Lokalpolitiker sich auch als Europapolitiker betrachtet. Europa hat ja keinen Selbstzweck. Warum brauchen wir Europa? Wir brauchen Europa, weil wir eine ganze Reihe großer Herausforderungen vor uns haben zu Beginn des 21. Jahrhunderts, die keiner mehr alleine lösen kann. Weder der mächtige Staat Luxemburg noch das kleine Deutschland. Ja.
Es gibt Dinge, die kann man nur gemeinsam meistern. Und die sind gewaltig. Demografischer Wandel, Ressourcenknappheit, Klimawandel, Frieden, auch soziale Gerechtigkeit, um nur einige Themen zu nennen, die mit Digitalisierung und Globalisierung dann übrigens noch auch technologisch überfrachtet sind. Da gibt es eine Menge von Dingen, die wir noch verbessern können und auch im Sinne einer besseren Lebensqualität und besserer Lebenschancen gestalten können, wenn wir europäisch uns positionieren und so auch weltweit stark werden. Das wiederum hat Einfluss auf das Leben vor Ort. In allen Bereichen. Im Gesundheitsbereich, im Umweltbereich, im Bildungsbereich, bei der sozialen Gerechtigkeit, beim wirtschaftlichen Wohlstand, bei der Entwicklung. Mhm. Die Digitalisierung, ein gewaltiges Thema, was unsere Lebensverhältnisse völlig umpolt, bis ins kleinste Detail. Kein Beruf ist davon ausgenommen. Wenn da keine europäischen Rahmenbedingungen sind, manchmal sogar weltweite, aber die hinzukriegen, ist ja auch eine europäische Aufgabe, dann werden wir immer mehr Probleme haben. Und das muss den Menschen klar sein. Europa ist nicht das da in Brüssel. Europa, das sind wir alle vor Ort da, wo wir leben. Und um das hinzukriegen, müssen zwei Voraussetzungen her. Und da spielt der ADR eine wichtige Rolle. Erstens, das, was Europa macht, muss bei den Menschen ankommen. Und Europa hat keine zu große Verwaltung. Jede deutsche mittlere Stadt hat mehr Mitarbeiter. Aber das, was hier gemacht wird, ist manchmal abgekoppelt von dem, was vor Ort geschieht. Und man bringt es nicht fertig, das verständlich zu machen. Und andererseits muss das, was vor Ort geschieht, was die Menschen betrifft, was ihnen unter den Fingernägeln brennt, das muss auch nach Europa transportiert werden. Da hat der ADR eine gewisse Rolle zu spielen und das versuchen wir jetzt seit vielen Jahren und das geschieht jetzt gerade hier aktuell auch vor dem Hintergrund von einigen ganz großen Herausforderungen. Ja. Es gibt auch eine ganz neue Herausforderung, abgesehen von Kohäsionspolitik sind Sie aktuell auch mit einem ganz neuen Thema, sagen wir mal so, beschäftigt. Ja, das ist die Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips, was eigentlich eine ganz alte Geschichte ist, aber die auch wieder so ein Begriff ist, mit dem keiner was anfangen kann. Was heißt das? Subsidiarität heißt, dass man die Probleme immer möglichst nah am Bürger löst und erst dann eine Ebene höher klettert, wenn das nötig ist. Das heißt, zuerst die Sachen lokal, dann regional, dann national und dann europäisch anpacken. Das muss man umsetzen. Und dabei ist von großer Bedeutung, dass die verschiedenen Ebenen sich jetzt nicht bekriegen, bekämpfen oder das Spielchen treiben. Nein, ich bin nicht verantwortlich, der andere, sondern dass sie richtig in einem Mehrebenensystem zusammenarbeiten. Dazu hat jetzt die Erklärung von Juncker im September eine Taskforce, eine Arbeitsgruppe, angekündigt, wenn du nicht mehr weiter weißt, schaffst du einen Arbeitskreis. Aber so ist das, hoffe ich, jetzt hier nicht. Die Kommission hat Taten folgen lassen. Am 14. November hat sie eine 10-köpfige Gruppe eingesetzt unter Vorsitz von dem ersten Vizepräsidenten der Kommission, Franz Timmermans. Okay. Und darin sind vertreten 3 Vertreter des Europaparlamentes, 3 Vertreter aus den 27 verbleibenden Mitgliedstaaten und ihren Parlamenten und 3 Vertreter des Ausschusses der Regionen. Da sind wir übrigens sehr froh, dass wir da gleichberechtigt mit dabei sind und ich bedanke mich auch recht herzlich nochmal beim Kommissionspräsidenten für diese Entscheidung. Und da werden wir jetzt ein halbes Jahr Zeit haben, um auf 3 Fragen zu antworten. Die erste Frage ist, wie kontrolliert man korrekt, ob sich alle an das Subsidiaritätsprinzip halten, dann gibt es seit langem ein Verfahren, das ist so kompliziert, dass man selbst beim Verstehen des Verfahrens schon fast die Lust verliert, sich damit zu beschäftigen. Das ist zu schwerfällig. Da gibt es also eine Reihe Dinge zu machen. Und all diejenigen, die bisher daran mitgearbeitet haben, werden ihre Vorschläge bringen. Die zweite Frage ist viel wesentlicher. Wie sollen die staatlichen Aufgaben aufgeteilt werden zwischen der europäischen Ebene und der nationalen Ebene mit ihren verschiedenen Untergliederungen, was macht Europa, was machen die Staaten und die Gebietskörperschaften? Und die dritte Frage ist, wie kann man die europäische Landschaft der Gebietskörperschaften,
die man ja immer dann mal 27 deklinieren muss, wie kann man die da richtig drin einbauen? Da sind wir natürlich bei unseren Kernaufgaben. Das ist eine faszinierende Geschichte, da werden wir auch all unsere Kraft drin setzen, da Ergebnisse mit auf den Weg zu bringen. Wir sind auch dabei, uns hier so zu organisieren in diesem Hause, dass unsere Intelligenz und unsere Weisheit all derer, die hier arbeiten oder mit denen wir in Kontakt stehen, da richtig einfließen kann. Und ich hoffe, dass da am Ende was Vernünftiges bei herauskommt. Super. Allerletzte Frage, eine Doppelfrage direkt. Sie sind so lange in der Politik. Wie sieht für Sie erstens the future of Europe aus? Und zweite Frage direkt an den Bürger, Karl-Heinz. Was wollen Sie vielleicht noch erreichen, privat oder auch in der Politik? Ja, wenn man 65 Jahre alt geworden ist, dann hat man ja, zumindest für den politischen Bereich, mit absoluter Gewissheit mehr Lebenserfahrung als Lebenserwartung. Aber es macht ja auch gerade viel Spaß, am Ende einer Laufbahn sich dann nochmal um Dinge zu kümmern, die man für wirklich wichtig hält. Ich selbst bin mit 18 Jahren in die Politik gegangen, unter anderem, weil ich von der europäischen Idee begeistert war. Diese tolle Idee, der man zu Recht den Friedensnobelpreis gegeben hat, diese tolle Idee, die nach dem Scherbenhaufen des Zweiten Weltkrieges entstanden ist, und diese tolle Idee, die uns eine gemeinsame Währung gebracht hat, die uns Wohlstand gebracht hat und die augenblicklich wirklich einen neuen Schub braucht. Ja. Wenn ich daran mit der Erfahrung, die ich an einer kleinen Region in Europa sammeln konnte, in langjähriger politischer Verantwortung dort, einbringen kann in die gemeinsame Arbeit hier mit den Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa, dann finde ich daran sehr viel Freude und Genugtuung. Das mache ich sehr gerne. Und ich hoffe, dass nach den 2,5 Jahren, wo ich dann hier am Kopf der Organisation gestanden habe, sich einige Dinge weiterentwickeln konnten. Aber natürlich ist hier jeder immer in der Kontinuität dessen, was in der Vergangenheit war. Und er muss immer den Blick auf das auch richten, was in Zukunft auf ihn zukommt. Auf jeden Fall bin ich von einer Sache mehr denn je überzeugt. Bei allen Schwierigkeiten, die es gibt, bei allen Unzulänglichkeiten, es steht außer Frage für mich persönlich, dass die Zukunft meiner Kinder und meiner Enkelkinder in mehr Europa, in bessere Zusammenarbeit und in ein Entwickeln dieser wunderbaren Vielfalt auf unserem Kontinent zu einem gemeinsamen Weg in die Zukunft liegt. Herr Präsident, ich danke Ihnen für dieses Gespräch, für Ihre Zeit, für Europa und Ihre Bürger, positive Energie. Dankeschön. Vielen Dank, ja. Und weiterhin viel Erfolg. Ja, und auch ihr draußen, danke fürs Zuhören. Bleibt positiv, gebt diese positive Energie weiter. Tschüss.